gehört, ich habe wieder einen Müll für euch. Ich will wenigstens den Novembermüll loswerden, damit ich nur mit dem Dezembermüll, mit dem Dezembermüll ins neue Jahr starte, sage ich jetzt mal, und nicht mit dem November- und Dezembermüll. Klingt ein bisschen unlogisch, aber hinterfragen es mir am besten nicht. Ja, fangen wir auch gleich einmal an. Ich habe ganz unspektakulär meine Einwegwaschlappen aufgebraucht. Und Wattepads habe ich aufgebraucht. Die hatte ich damals beim Stefan mit in der Wohnung. Die habe ich jetzt leer gemacht, weil die kugeln die ganze Zeit in der Wohnung rum und das macht mich aggressiv. Und die hier habe ich leer gemacht. Das sind die Maxi. Ich musste mir aber wieder nachkaufen, weil ich habe keine. Zahnpflege habe ich auch wieder was aufgebraucht. Ich muss mir das wieder nachkaufen. Ich habe gesehen, ich habe das nicht mehr. Aber jetzt habe ich gerade aktuell die Meridol. Die muss ich mir noch ins Badezimmer stellen, weil die steht da irgendwo beim Bett, weil ich vergessen habe, die wegzuräumen. Die Meridol habe ich noch in Benutzung. Ich habe eine andere Meridol Med, was vom Zahnarzt war, weil ich war bei der Mundhygiene und habe da sehr stark geblutet und seitdem ist es weg. Seitdem ist es weg und ich bin so glücklich. Ich bin wirklich so glücklich drüber, dass es weg ist. Und die Mundspülung mache ich jetzt gerade eine Pause und jetzt muss ich sie dann wieder 10 Tage ab Montag nehmen und dann hoffentlich ist sie leer. Und dann müsste das eigentlich geklärt sein, hoffe ich jetzt mal. So, ich habe eine Zahncreme leer gemacht, die gibt es aber leider nicht mehr. Das war von Odol Med 3, diese Senses mit Melone, Minze und Gurke. Ich fand die gut, aber leider gibt es sie nicht mehr. Ich habe beim Müller auch schon geschaut. Vielleicht schaue ich nochmal beim Bieber und bei DM, vielleicht kriegt man es da noch, aber beim Müller leider nicht mehr. Die habe ich mir auch damals noch reduziert gekauft. Dann die Terra Naturi Mundspülung, diese Fresh Mint habe ich auch wieder aufgebraucht, muss ich mir wieder nachkaufen. Ich habe jetzt in letzter Zeit zu anderen gewechselt, weil ja ich auch die von der Mundhygiene gekriegt habe und so, die ich meine, gekauft habe, weil die musste ich bezahlen. Aber ja, finde ich trotzdem noch gut, werde ich mir demnächst mal wieder nachkaufen. Maskenmäßig habe ich sehr viel leer gemacht, auch Badezusatz. Ich fische das nur da gerade raus, damit ich euch das nach drei zeigen kann. Auch Duftproben habe ich auch wieder braverweise leer gemacht. Und Ampullen. Ich greife zu sehr vor, ne? So, ich quetsche das jetzt mal da so in die Ecke an. Von den Masken her habe ich einmal die Glow Honey von Cadavera, die Hydrogelmaske, aufgebraucht. Ich liebe die. Die war so gut. Ich habe noch ein paar Backups. Bin aber in letzter Zeit zum Masken faul. Ich muss mir das wieder angewöhnen, mehr Masken zu machen. Das geht nicht. Dann habe ich von Primark eine Mickey Maus Maske leer gemacht, die war furchtbar. Die war so furchtbar, die hat so schlimm gerochen, so künstlich geduftet. Das Design ist mega süß, die hat doch eben dieses Mickey Maus Gesicht gehabt, aber die war so mega künstlich, das ging gar nicht. Das ging wirklich gar nicht. Welche ich aber gut fand, war die von Action. Das war so eine. Ich habe davon auch ein Foto damals gemacht, weil ich das so witzig fand, wie ich da ausschaue. Das blende ich aber nicht, aber da habe ich nur ein Handtuch rum. Das wäre ein bisschen makaber. Aber die war mega. Die hat auch super gerochen, die hat mega gepflegt. Da habe ich mir jetzt noch welche nachgekauft, weil ich die vor kurzem gesehen habe, dass die eben wieder gibt. Nur mit anderem Design. Ich habe die damals von meiner jetzigen Filialleitung geschenkt bekommen. Ich finde die wirklich gut. Und das war auch lustig, die zu tragen. Einen Badezusatz habe ich auch leer von Trestle oder Tracklemoon. Diesen Punch of Wishes, den fand ich gut. Ich mag generell die Badezusätze von dem so gern. Ich finde, dass man die eigentlich auch auf zweimal verwenden könnte, weil da so viel drinnen ist. Aber ich knall trotzdem immer alles rein. Gerochen hat es nach Gewürzorange und Waldbeeren. Fand ich sehr, sehr gut. Fand ich wirklich gut. Von Sorbet habe ich auch einen aufgebraucht, einen Badezusatz. Das ist dieser Lavendel-Vanille. Den kaufe ich mir immer dazwischen nach, wenn ich Schlafprobleme habe. In letzter Zeit geht es wieder, aber den werde ich mir demnächst sicher irgendwann wieder nachkaufen. Vom Primark habe ich auch eine Maske aufgebraucht. Das war diese Banane und die war auch furchtbar. Also die, und ich habe mir leider noch ein paar Backups gekauft. Die fand ich auch überhaupt nicht gut, leider. Ich finde nicht, dass sie nach Banane gerochen hat. Die hat sehr künstlich gerochen. Fand ich nicht gut. Würde ich mir nicht mehr nachkaufen, ich habe es mir leider schon nachgekauft. Vom Balea habe ich auch eine Maske aufgebraucht. Das ist die Salted Caramel gewesen. Ich glaube, die war aber vom Vorjahr, die Limited Edition, weil ich fand die nicht so besonders. Den Duft fand ich jetzt nicht so geil und die Pflege war jetzt auch nicht so der Hammer, aber die gibt es ja eh nicht mehr. Eine Probe habe ich leer gemacht von Marlies Möhler, von dem Kopfhautpeeling. Da überlege ich, ob ich es mir kaufen soll oder nicht. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe eh so viele Sachen, die ich noch aufbrauchen muss und es war okay, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das kaufen soll oder nicht. Das ist schon die zweite Probe, die ich hatte und ich kann mich irgendwie nicht entscheiden, ob ich es gut finde oder nicht. Ich weiß nicht. Das ist immer so ein Zwischending.
Dann habe ich noch einen Badezusatz leer. Ich weiß gar nicht mehr, woher ich den habe. Das war, Marke kenne ich gar nicht, Aloha Dream. Entschleunigende Erholung. Hat mich jetzt nicht so umgehaut. Ich kann mich nicht mal erinnern, wie er gerochen hat. Ja, also hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehaut. Dann habe ich pflegende Hydrogel-Lippenmaske aufgebraucht. Ich habe das nämlich, glaube ich, schon in einem anderen Video erwähnt. Die Chiquita's Place hat auch eine mal benutzt von Action und hat gemeint, dass bei ihr dadurch die Fieberblasen weggehen. Ich habe jetzt wieder Mundecken gehabt, habe aber vergessen, eine zu machen. Und jetzt gehen die Mundecken aber schon weg, Gott sei Dank. Aber ich habe mir noch welche nachgekauft. Ich habe noch eine von Müller jetzt in Backup. Die habt ihr in dem Video gesehen. Und von Action habe ich mir auch was gekauft. Da kommt noch ein Haul dann. Böse. Zwei Duftproben, beziehungsweise mehrere. Vier Duftproben habe ich leer gemacht. Da ist gleich die Duftprobe rausgeknallt. Ich habe den Lavier Bell aufgebraucht. Ich finde ihn gut. Riecht man da noch was? Nein. Ich finde ihn gut, aber es ist halt kein Duft, den ich jetzt nachkaufen würde. Ich habe ihn jetzt gerade aktuell zweimal noch daheim. Einmal in kleiner Größe, einmal in großer Größe. Aber ich habe vor, ein paar Düfte auszusortieren. Besonders die ich doppelt habe, damit ich ein bisschen weniger habe. Das gebe ich dann alles auf die Seite und werde es dann für Geburtstag und so aufheben. Da ist die eine Probe jetzt schon in die Aufgebrauchtkiste gewandert, auch gut. Also zweimal habe ich die Lavier Bell Probe leer gemacht. Ist ein guter Duft, würde ich mir aber persönlich nicht kaufen, weil ich halt die anderen Lavier Bell besser finde als den klassischen. Ist meine Meinung. Von Guerlain habe ich auch eine Probe leer gemacht. Den fand ich aber nicht so toll. Ich finde, da war auch nicht viel in der Probe drinnen. Ist aber ein berühmter Duft. Das ist dieser Mont Guerlain. Ich hasse diese Proben. Jetzt gehen immer auf. Das ist der hier. War gut, aber jetzt nicht so berauschend, dass ich mir ihn nachkaufen würde. Welchen ich mir aber nachgekauft habe. Ich habe da noch eine zweite gehabt, aber die habe ich meiner Cousine geschenkt, weil sie wollte den unbedingt probieren. Weil der so genial ausgeschaut hat. Und den habe ich mir nachgekauft. Das war von Mugler Angel Ice Star. Und den habe ich mir nachgekauft. Den habe ich mir, kann ich in dem Video erwähnen, den habe ich mir mit dem ersten Gutschein von der Bianca, von einer Freundin von mir, weil wir haben sich auch was zu Weihnachten geschenkt und haben sich schon am 8. Dezember getroffen und da hat sie mir einen Gutschein geschenkt und da habe ich mir jetzt den gekauft. Mit ihrem Gutschein. Yay! Ich habe natürlich was draufgelegt, aber das ist ja nicht so dramatisch. Noch eine Duftprobe. Von Armani My Way, den Intense, habe ich auch leer gemacht. Ich mag die My Way-Reihe. Das Problem ist halt, dass der Duft auch schon beliebt wird und das stört mich ein bisschen, aber ich finde ihn gut. Ich finde ihn gut und ich habe auch die Intense, habe ich im Original sogar zu Hause. Ein Badezusatz von Tetisept habe ich aufgebraucht. Der war so geil. Also den muss ich mir noch bunkern, bevor er aus dem Sortiment geht. Das war der Mary Cinnamon Star. Der riecht so genial. Das Wasser hat urgeil gerochen. Das ganze Badezimmer hat urgeil gerochen danach. Ich finde auch die Verpackung mega süß und das Design ist einfach. Na, das hat mich einfach. Also den muss ich mir unbedingt bunkern. Den muss ich mir bunkern. Ich sage das ja nicht mehr oft, aber den muss ich mir bunkern. So, noch einmal Wattebett sehe ich da gerade, habe ich leer. Nicht so spektakulär. Ich habe so viel Kleinkram, dass ich jetzt mal was Großes dazwischen knall. Ein Balea Rasiergel habe ich aufgebraucht, das Ice Berries. Ich kaufe mir eigentlich immer hauptsächlich die von Balea, die Rasiergele oder Schaum, weil ich die von Balea eigentlich mag. Also ich kann nichts Negatives über die sagen. Finde ich gut. Die gibt's halt, die wechseln halt immer die Sorten, aber jetzt aktuell habe ich auch wieder eins von Balea in Benutzung. Ich würde eigentlich nur Balea Rasiergel kaufen. Also da bleibe ich bei dem, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch einen Badezusatz habe ich leer, das ist deine Kuschelzeit. Der war auch sehr gut, ich mag die Tetisept einfach, egal ob Winter, Sommer, die sind alle gut. Ich habe auch meine Klingen aufgebraucht, ich habe halt nur das aufgehoben, weil mir das zu viel in dem Sackerl gewesen wäre. Meine Klingen habe ich leer gemacht von Macht 3, da muss ich mir unbedingt welche nachkaufen. Dann habe ich eine Ampulle leer gemacht, diese Wake Up Koffein Ampulle. Ich mag die, von Cadavera, das muss ich euch aber nicht mehr sagen, oder ihr wisst das jetzt schon. Von Cadavera habe ich auch ein Gesichtswasser aufgebraucht, das habe ich nämlich mir mal gekauft, damit ich beim Stefan eins benutzen kann. Mag ich nicht so gerne. Das fand ich jetzt nicht so gut. Es war okay, aber es hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, also nachkaufen. In groß würde ich es mir nicht. Ich habe einen Nagelschnelltrockner-Spray aufgebraucht. Ich mache das ein bisschen zu schnell, oder? Also ein Nagelschnelltrockner-Spray habe ich leer gemacht, habe ich mir auch wieder nachgekauft. Ich kann ohne dem nicht Nägel lackieren, das geht einfach nicht.
Von Cadea Vera habe ich die Augenpads aufgebraucht. Die sind leider auch ein bisschen rutschig. Das ist das, was mich einfach stört. Aber sie sind trotzdem gut und günstig. Also, falls man nicht so viel für diese Yuti ausgeben will, dann kann man auf jeden Fall die von... Na, die Yuti rutschen genauso. Dann kann man auf jeden Fall das Geld für die von der Eigenmarke vom Müll ausgeben. Oder von der Eigenmarke vom DM, weil die sind auch gut. Falls ihr einen Tipp haben wollt. Dann habe ich noch eine Duftprobe von dem Dior Joy aufgebraucht. Der ist auch ein sehr guter Duft. Hat dieselbe Flasche wie der Sauvage, wenn ihr den kennt. Ich finde aber, dass der Duft nicht so wirklich... Also über den redet keiner, oder? Also ich habe nicht das Gefühl, dass über den Duft wirklich viel gesprochen wird. Was ich eigentlich schade finde, weil schlecht ist er nicht. Ich würde ihn mir jetzt nicht kaufen, weil ich ja auch aktuell noch so viel habe. Und der ist jetzt kein Duft, wo bei Twilly zum Beispiel oder bei dem Angel, was ihr jetzt gerade gesehen habt, oder bei den Tom Ford, den ich jetzt vor kurzem probiert habe. Das sind halt Düfte, die was mir im Gedanken bleiben, wo ich mir denke, okay, den brauche ich, weil der riecht wirklich gut an mir. Der ist leider nicht so der Fall. Und ich finde auch nicht, dass der so lange hält auf der Haut, leider. Machen wir mal was anderes, sonst wird das ein bisschen eintönig. Ich habe auch Duschgel natürlich aufgebraucht und auch eine Intimwaschlotion. Die zeige ich euch jetzt gleich. Ich finde die okay, aber sie ist halt sehr flüssig von unserer Eigenmarke von Müller. Deswegen habe ich das Gefühl, dass sie noch schneller leer geht, als es eigentlich der Fall ist. Ich werde mir jetzt wirklich mal, endlich mal wieder die von CD kaufen, weil ich komme mit der nur einen Monat zu zweit aus. Und das finde ich ein bisschen wenig. Sie ist okay für den Preis, aber es halt, komme nicht lange damit aus. Mein Deo habe ich auch leer gemacht von Borotalco. Jetzt gerade aktuell benutze ich ein anderes Deo. Ich habe auch zweimal in Benutzung jetzt gerade aktuell. Mit dem einen komme ich schon ewig aus, was ich da, das benutze ich auch nur, wenn ich frei habe. Aber das ist halt ein Deo, das ich am liebsten mag. Was aber, glaube ich, abgelöst wird von meinem Biotherm, das ich jetzt gerade aktuell verwende. Ich glaube, das schafft es, das abzulösen, weil das Biotherm ist genauso gut wie das. Und ich finde, dass das Biotherm einfach besser riecht als das. Ich meine, es riecht auch gut und eigentlich ist das auch nicht so wichtig, wenn ich Parfum benutze, dass es gut riecht, aber ja. Aber das ist auch nicht schlecht. Ich mag die beide gerne, aber das dazu dann im nächsten Video mehr. Ich habe davon auch noch Backups, also kaufen muss ich mir zwar keinen, aber ich habe noch genug Backups davon. Duschgel habe ich. Ich weiß nicht, was ich euch als erstes zeigen soll. Ich bin ziemlich verwirrt heute. Duschgels habe ich auch aufgebraucht. Einmal diese In-Dusch-Lotion, diese After Sun In-Dusch-Lotion von Clarence. Ich finde die mega. Ich habe die jetzt leer gemacht, weil da war nicht mehr viel drin. Ich habe mir gedacht, brauche es einfach auf. Ich werde die mir aber nachkaufen, weil ich habe irgendwann einmal vor, wieder in die Therme zu gehen, wenn es denn mal wieder möglich ist. Ich habe so Bock auf Therme in letzter Zeit. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und diese In-Dusch-Lotion soll diesen Chlorgeruch wegnehmen. Weil das Problem bei mir ist, wenn ich in der Therme war, sofort rieche ich nicht nach diesem Chlor, aber erst dann einen Tag später. Und wenn ich das verwende, müsste das eigentlich nicht der Fall sein. Deswegen will ich das unbedingt nachkaufen. Mal schauen, ob ich es mir vielleicht mit dem Gutschein auch kaufe, weil ich habe ja jetzt so viele. Und ja, das werde ich mir aber auf jeden Fall nachkaufen, weil das ist wirklich nicht schlecht. Auch nach dem Duschen, nach dem Schwimmen, wenn man dann duschen war, war das auch sehr gut. Was ich noch gern mochte, war das Duschgel von Ahava, was ich mir persönlich aber auch nicht selber nachkaufen würde, weil es halt einfach zu teuer ist. Aber es war mal gut, das zu probieren. Und ich habe halt auch zu viel Zeug. Da brauchen wir auch nicht drüber reden, oder? Ich habe zu viel Zeug. Wenn ich weniger hätte, würde ich mir das sicher irgendwann einmal nachkaufen, weil das war echt gut, das Blaue. Noch ein Duschgel habe ich leer gemacht und da bin ich echt traurig, dass ich das aufgebraucht habe. Am Anfang war ich nicht so begeistert, aber erst wie ich es dann länger in Benutzung hatte, habe ich irgendwie eine Liebe dafür empfunden. Also Liebe dafür entwickelt. Ich kann nicht reden, ich schwöre, also ich eine Liebe dazu entwickelt. Das war von Balea das Karamell-Duschgel. Das Silky Diamond hat das geheißen. Duftet nach Beeren und Karamell. Das war so geil. Ich finde auch die Verpackung mega schön mit den Karamell und den Heidelbeeren. Also das war ein richtig gutes Duschgel. Gibt es aber leider nicht mehr. Shampoo habe ich auch wieder eins aufgebraucht, hat aber dann am Schluss hauptsächlich der Stefan verwendet. Das ist von Terra Naturi das Volumen-Shampoo. Ich habe jetzt noch leider sehr viel in Benutzung, was auch offen ist. Ich habe noch eins von, also zwei sogar, von Malice Möhler habe ich noch offen. Von Chorus habe ich jetzt eins offen. Sante habe ich jetzt eins offen. Moroccanöl oder so. Und das eine habe ich heute auch verwendet, weil ich habe so viel Scheiß offen. Und ich muss, bevor ich das, ich habe davon noch ein Backup, weil ich finde das wirklich gut. Ich würde es mir auch immer wieder nachkaufen, weil ich finde es nicht schlecht und der Stefan kann es auch benutzen.
ja. Da haust mir gleich in die Fresse. Wahnsinn. Ich bin auch so irritiert, weil die ganze Derne Strähne bei meinem Auge klebt. Also ich würde mir das fix wieder nachkaufen. Ich habe auch eine Reinigung aufgebraucht. Ich weiß jetzt nicht, Baking Powder heißt das. Ich weiß jetzt nicht, von welcher Marke das genau war. Das war sicher eine koreanische Marke. Hat mir die Vivi geschenkt. Es war mühsam, das leer zu machen, weil die Konsistenz von dem Produkt zu dick war und fest. Also war das ein bisschen mühsam, das leer zu machen. Aber es war gut. Ich würde es mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich so viele Reinigungen noch habe. Und ich ja zu den Cores wechseln will. Aber es war gut. Es war wirklich gut. Ich finde auch, dass es hin und wieder meine Unreinheiten auch in den Griff bekommen hat. Aber nicht so gut wie das halt von Cores. Das hat mich jetzt kirre gemacht, dieses Geräusch von dem Sackerl. Wirklich. Eine Badebombe habe ich auch leer gemacht. Macht auch das Geräusch nicht besser. Von Body & Soul. Die finde ich auch gut. Also die Body & Soul Badebomben habe ich, glaube ich, in irgendeinem aufgebraucht, wie schon gesagt. Finde ich wirklich sehr gut. Für das, dass sie günstig sind, sind die echt gut. Ein Badezusatz habe ich auch noch leer. Das ist diesmal der Donald gewesen. War auch sehr gut, aber das ist kein Crackling-Badezusatz. Also ich empfinde das nicht als Crackling-Badezusatz leider. Aber ich mag diese trotzdem von Action. Ich finde die cool. Als nächstes kommen ja bald meine Minions dran. Dann habe ich eine Seife leer gemacht von Terra Naturi. Die fand ich leider nicht so gut irgendwie. Weiß nicht, ob ich noch welche habe. Ich glaube nicht. Fand ich nicht so berauschend. Also Terra Naturi ist bei mir an Seifen leider durchgefallen. Das ist interessant bei Terra Naturi. Entweder man liebt es oder man hasst es. Es gibt kein Zwischending bei der Marke. Also entweder man liebt es oder man hasst es. Die Seife war okay, aber muss ich nicht unbedingt haben. Ich habe einen Duschschaum leer gemacht von Jill Sander. Das ist von Jill Sander, von dem Duft Softly, der Duschschaum gewesen. Ich habe den Tester bekommen. Und ich fand das so gut und ich bin so traurig, dass es das nicht mehr gibt. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Und ich bin echt traurig, dass es den nicht mehr gibt, weil der war wirklich gut. Der war wirklich gut. Ich habe den so, so gerne benutzt. Ich werde doch. Der Duft ist auch extrem gut. Also das Parfum wäre auch mal interessant, aber ich habe wirklich zu viel Zeug. Ich habe echt zu viel Zeug. Und bis ich den mir kaufen kann, wird er sich aus dem Sortiment genommen. Also reden wir mal gar nicht drüber, oder? Ich habe auch ein Gesichtswasser von Oliveda aufgebraucht. Ich habe das jetzt gerade aktuell wieder in Benutzung. Ich fand es gut. Es hat halt ein bisschen eigen gerochen. Das wird viele vielleicht stören. Das Einzige, was mich mega gestört hat, war, dass der Pumpspender kaputt gegangen ist. Der hat irgendwie nicht mehr funktioniert. Keine Ahnung wieso. Das heißt, ich musste es aufschrauben und so benutzen. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ja da ein Pumpspender vorhanden ist. Ich finde nicht, dass es ergiebig ist. Es geht relativ schnell leer, aber ich habe ja noch zwei Flaschen. Eine habe ich gerade angefangen und eine habe ich noch als Backup. Und dann werden wir mal schauen, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, sage ich jetzt einmal. Weil ich glaube, ich würde dann eher zu Clarins wechseln, wenn ich euch ehrlich meine Meinung sagen soll. Ich glaube, ich würde eher. Ich habe euch ja in dem Haul-Video gezeigt, dass ich mir die Clarins Gesichtswasser nachgekauft habe und ich habe auch von Weihnachten so ein riesengroßes Sackerl mir selber gestaltet mit ein paar Produkten auch drinnen und da habe ich auch wieder ein Gesichtswasser von Clarins und ich glaube, brauchen tue ich jetzt keins mehr. Ich habe ja gejammert, dass ich keins mehr habe und jetzt brauche ich eindeutig lange keins mehr. Aber egal. Zwei Duftproben habe ich noch leer, weil wir ja von den. Moment, machen wir mal was anderes außer Duftproben. Ich habe wieder mein Colister Peeling leer gemacht und ich liebe dieses Peeling. Also das ist. Hat. Alle anderen Peelings eigentlich abgelöst, was ich früher gerne benutzt habe. Die meisten gibt es ja eh nicht mehr. Aber das würde ich mir immer wieder nachkaufen. Die Haut ist so weich danach. Das ist einfach unglaublich. Ich müsste mich eigentlich gar nicht mehr eincremen danach, aber bin brav und versuche es jetzt trotzdem weiter, mich einzucremen, weil das ist echt genial. Also das ist wirklich genial. Ich habe schon so vielen geschenkt und alle, denen ich es gegeben habe, geben mir recht, dass das geilste Peeling überhaupt ist. Mal schauen, was die anderen dann alle sagen, was ich noch geschenkt habe. So, machen wir mal mit dem Rest hier weiter. Ich habe einen Concealer aufgebraucht, den habe ich von der Tanja geschenkt bekommen, weil sie hat ein paar Sachen aussortiert und hat mir ein bisschen was geschenkt. Und den Concealer, der Concealer war dabei, der war von Becker, er ist nicht schlecht gewesen. Ich fand auch gut, dass der so ein Schwämmchen oben hat, ich kriege ihn jetzt gerade nicht auf. Kurz, er hatte so ein Schwämmchen oben dran und ich fand ihn eigentlich sehr gut. Er ist nur relativ schnell leer geworden. Der ist wirklich schnell leer worden. Und die Bäcker-Sachen sind eigentlich auflassen worden, was ich jetzt gehört habe. Also, ich mag trotzdem noch meinen MAC Pro Longwear Concealer am allerliebsten. Den habe ich auch aktuell wieder in Verwendung. Und Concealer muss ich mir Gott sei Dank ewig auch keinen mehr kaufen. Aber
Er war okay, aber hat mich jetzt nicht so umgehauen, dass ich den jetzt unbedingt nachtraue oder ihn irgendwo übers Internet noch kaufen würde oder so. Er war okay, aber ja, das war so. Und er war ja auch sehr benutzt von der Tanja, deswegen habe ich nicht mehr so viel davon. Das klingt jetzt vorwurfsvoll, aber sie hat ihn halt brav verwendet, hat aber dann entschlossen, dass sie ihn nicht so braucht, hat ihn dann mir weitergegeben und er hat eine Zeit lang gehalten. Aber er ist jetzt nicht so, dass er mir, so wie der Mac Pro Longwear, der ist ein richtig geiler Concealer, aber der hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ich habe eine Pinselseife aufgebraucht, die habe ich mir auch wieder nachgekauft. Ja, mit denen wasche ich immer meine Pinseln, mag ich wirklich gerne, obwohl es ein bisschen teuer ist. Duftproben. Irgendwie bin ich ziemlich schnell heute. Das ist doch ein Drama. Duftproben habe ich auch leer gemacht. Und zwar noch eine von Guerlain, weil ich halt die Guerlain-Proben leer mache mit. Und da ist wirklich nicht viel drinnen. Ein paar Spritzer und das Ding ist leer. Also so wie die Mistior-Probe, diese Rose and Roses. Der riecht nicht schlecht, aber beim zweiten Mal hat er mir jetzt nicht so gut gefallen. Beim ersten Mal probieren war ich so hin und weg und fand den eigentlich relativ gut für einen Duft mit Rosen. Aber ich würde ihn mir nicht nachkaufen, weil er hält auch nicht so lange. Also würde ich ihn mir nicht nachkaufen. Ich habe noch drei Sachen und die Kamera war aber leider voll. Ich weiß nicht, wo es aufgehört hat beim... Deswegen fangen wir von neu an. Ich habe eine Probe leer gemacht von Alien, von dem Muggler. Und weg ist sie. Moment, ich hab's gleich. Oh Gott. Heute läuft es irgendwie nicht so gut mit dem Filmen. Da habe ich endlich wieder Zeit, kann endlich wieder welche drehen und dann klappt es irgendwie nicht so gut. Ich weiß nicht, was los ist. So, von Muggler habe ich noch eine Probe leer gemacht. Das ist von dem Alien, der Goddess-Duft. Ich liebe den einfach. Ich liebe diesen Duft und ich habe ihn Gott sei Dank daheim, weil ich finde den mega. Ich teile auch so gerne die Proben von dem aus und ich finde der verkauft sich auch sehr gut, was ich ja persönlich eigentlich nicht mag, wenn es ein Duft ist, den ich benutze. Aber ich habe jetzt gelernt, dass halt manche Düfte einfach besser an mir riechen als an andere. Und deswegen, ich mag den. Ich mag den wirklich sehr. Das ist, glaube ich, einer, was mein neuer Favorit wird. So wie der Armani C, der ja noch immer mein Favorit ist. Und ich habe ihn leer gemacht. Es ist zwar noch so ein bisschen was drin, aber man kriegt das irgendwie schwer raus. Und ich will jetzt nicht auf mich sprühen, weil ich habe gerade was anderes oben. Aber wir können ja mal in der Wohnung rumsprühen, ne? Wäre auch mal was. Vielleicht krieg ich es dann leer. Ziemlich verschwenderisch, ich weiß. Ja, ich mache das ja nicht mit dem Vollen, also wäre es ja schlimmer, wenn er voll wäre. Ich liebe den Armani C. Ihr wisst das schon, das ist der ganz klassische Armani C. Ich habe ihn zweimal leer gemacht. Das war einmal der Tester von der Arbeit, da war aber nicht mehr viel drin. Ich glaube, da war nur bis da oder so. Und das ist eine Größe, die ich mir selber mal gekauft habe, weil die damals reduziert war. Ja, habe ich beide leer gemacht. Ich kann nicht aufhören, Armani C Düfte zu benutzen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe sehr viele von Armani C und irgendwie bin ich so richtig darauf fixiert, die Armani C Düfte zu benutzen. Ich habe auch Bock, den Fiori zu verwenden, weil der geht aus dem Sortiment, was ich furchtbar finde, dass der rausgeht. Weil da kommt, glaube ich, ein neuer nächstes Jahr raus. Ich könnte den wieder benutzen. Ich könnte den wirklich wieder benutzen, weil ich den so gerne mag. Aber ich habe jetzt noch den Passion, den roten, den Passion Intense habe ich noch. Dann das Eau de Parfum Intense habe ich auch noch, den neuen. Den Fiori habe ich noch und ich müsste die mal echt aufbrauchen. Ich habe auch die Body Lotion so gerne dazu verwendet, auch das Duschgel. Das Duschgel ist im vorigen Monat leer worden. Die Bodylotion habe ich erst im Dezember leer gekriegt, weil ich bin sehr sparsam damit umgegangen. Habe aber jetzt aktuell wieder eine angefangen, weil ich jetzt noch eine habe. Also ich habe noch zwei, glaube ich. Ein Backup und einen habe ich in Benutzung. Ja, Armani C ist einfach einer meiner Lieblinge. Also das ist, glaube ich, einer, der immer bleiben würde von meinen Lieblingen. So wie jetzt aktuell der Twilly oder der Tom Ford, der Lost Cherry. Der ist auch einer, was ich liebe. Ja. Mag ich wirklich gerne. Beide. Also ich finde das auch lustig, dass der so einen Goldrand hat und der Kleine halt nicht. Aber ich liebe diesen Duft. Ich liebe diesen Duft. Das erinnert mich einfach an so viele Sachen, wo ich gerne erinnert werde. Und ja, einer meiner absoluten Lieblinge. Armani, C oder Parfum. Darüber geht gar nichts. Auch wenn ihn jeder benutzt, auch wenn ihn jeder kennt.
Es ist einer meiner Lieblinge. So, das war's jetzt mit dem Aufgebraucht-Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Eigentlich wollte ich noch eins drehen, aber das Licht wird schon langsam weniger. Und ich habe gesehen, dass es schon 3:30 ist. Und das ist schon relativ spät. Ich meine, das Licht geht eigentlich. Vielleicht schaffe ich noch das Haul-Video. Das Klamotten-Haul-Video. Probiere ich jetzt noch. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt mir mal sagen, was ihr so aufgebraucht habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!